Das Bundeswirtschaftsministerium in der Ära der sozialen Marktwirtschaft. Und wir kommen zu Herrn Professor Alexander Nützenadel von der Humboldt-Universität Berlin. Und im Vorgespräch mit Herrn Professor Nützenadel kam, wie ich finde, auch wunderbar jetzt für den Kommentar die provokante Frage, würde ich sagen, auf: Braucht man so ein Ministerium überhaupt? Und natürlich auch die Frage, welche Aufgabe hat ein Ministerium in einer marktwirtschaftlichen Demokratie? Professor Alexander Nützenadel, bitteschön, danke. Ja, meine Damen und Herren, im Jahre 1970 zog der Bonner Journalist Hans-Henning Zenke eine Bilanz der sozialen Marktwirtschaft. Ein riesiges Arsenal umfassend gestaltender Interventionstätigkeit des Staates habe sich herausgebildet. Politik, so Zenke, sei in der Bundesrepublik wesentlich nur noch Wirtschaftspolitik, aber ganz großen Stils. Das Kabinett verhandelt und beschließt über andere Themenbereiche nur noch am Rande. Alle anderen früher blühenden Felder traditioneller Politik sind verdorrt. Mag diese Bestandsaufnahme auch überpointiert erscheinen, so besitzt sie doch einen wahren Kern. Die Wirtschaft rückte nach Gründung der Bundesrepublik in das Zentrum der Politik und beherrschte Parteiprogramme, Wahlkämpfe und öffentliche Debatten mehr als alles andere. Welche Rolle aber spielte das BMWI als federführendes Ressort für die Wirtschaftspolitik der Bundesrepublik? Der vorliegende Band gibt auf diese Frage eine fundierte Antwort, denn es handelt sich nicht nur um eine quellenbasierte Institutionengeschichte eines der wichtigsten Bonner Ministerien, ebenso ausführlich und kenntnisreich werden die politischen Handlungsfelder des Ministeriums ausgeleuchtet. Ich möchte aus der Vielzahl der Befunde vier Fragen herausgreifen, auf die der Band eine Antwort gibt. Erstens, welche Kontinuitäten gab es zum Dritten Reich? Zweitens, wie sah die langfristige wirtschaftspolitische Agenda des BMWI aus und wie erfolgreich wurde sie umgesetzt? Drittens, wie gestaltete sich das Verhältnis zur Volkswirtschaftslehre und den Interessengruppen? Und viertens, wie hat sich die Rolle des Ministeriums in den vier Jahrzehnten der Bonner Republik gewandelt? Lassen Sie mich mit dem ersten Punkt beginnen. Die Frage nach den Kontinuitäten vom Dritten Reich zur Bundesrepublik steht, im Unterschied zu anderen Aufarbeitungsprojekten, nicht im Zentrum der Studie, sondern sie wird kenntnisreich und auch durchaus ausführlich mitbehandelt. Schon die chronologische Ausrichtung der vier Bände entlang der politischen Zäsuren 1918, 1933, 1945 und 1990 macht deutlich, dass den politischen Systemwechseln eine zentrale Bedeutung beigemessen wird. Selbstverständlich bedeutete das Jahr 1945 auch für die Wirtschaftspolitik keine Stunde Null. So ist das Erbe des Dritten Reiches, etwa im Bereich der Mittelstandspolitik, unübersehbar. Ähnliches gilt etwa für das Energiewirtschaftsgesetz von 1935, das bis Ende der 1990er Jahre in Kraft blieb. Auch auf institutioneller und personeller Ebene gab es erhebliche Kontinuitäten. Das Ministerium entstand 1949 aus den Behörden der alliierten Wirtschaftsverwaltung, doch das personelle Erbe der nationalsozialistischen Rüstungsadministration war unübersehbar. Während an der Spitze des BMWI und in wichtigen Schlüsselpositionen Vertreter der ordoliberalen Freiburger Schule saßen und diese auch die politische Gesamtausrichtung des Ressorts prägten, wurden in vielen Abteilungen und Referaten ehemalige Beamte der NS-Wirtschaftsbürokratie wieder eingestellt. Der Anteil der Beamten mit NS-Belastung stieg im Zuge des Adenauerschen Integrationskurses deutlich an. Auch unter den Ministern befanden sich mit Kurt Schmücker und Karl Schiller zwei ehemalige Parteigenossen. Um dann jedoch, das ist sozusagen der deutlich auszumachende Trend, seit Mitte der 60er Jahre infolge pensionsbedingter Rotation langsam wieder zurückzugehen. Aber die personellen Kontinuitäten des BMWI zur NS-Zeit bewegen sich ziemlich genau im Trend des gesamten Staatsapparats. Wir können ähnliche Entwicklungen und auch ähnliche Prozentsätze in allen anderen Ressorts mit leichten Schwankungen beobachten. Interessanter als diese Kontinuitäten, die längst bekannt sind, ist die Frage, wie es gelang, aus ehemaligen Nazis überzeugte Wirtschaftsliberale zu machen, wie also Biografien und Systembrüche ineinandergriffen und diese intellektuell verarbeitet wurden.
Das Problem, was wir bei solchen Forschungen immer haben, ist, dass man hier noch sehr viel stärker auf Ego-Dokumente zurückgreifen müsste, die die Beamten in der Regel aber nicht produzieren. Hier ist ein Quellenproblem, das sich bei allen Forschungsprojekten, das die Kontinuitäten von Bürokratien betrachtet, behandelt. Vermutlich spielte im Falle des BMWi eine wichtige Rolle, dass viele der NS-Bürokraten im Laufe des Krieges selbst an der Effizienz der Wirtschaftslenkung zweifelten und eine Rückkehr zum Markt befürworteten. Damit komme ich zur zweiten Frage. Gibt es eine langfristige wirtschaftspolitische Agenda, die das BMWi seit seiner Gründung verfolgt? Auf die starke Prägung durch den Ordoliberalismus in seinen verschiedenen Spielarten wurde bereits mehrfach heute verwiesen. Seine Vertreter legten Wert darauf, den Leitbegriff der sozialen Marktwirtschaft vor allem ökonomisch und weniger sozialpolitisch zu akzentuieren. Es ging darum, wirtschaftliche Vermachtung zu verhindern und dem Konsumenten durch Wettbewerb zu seinem Recht zu verhelfen. Nicht umsonst wurde der Begriff der Konsumentensouveränität in dieser Zeit populär. Von staatlicher Detailsteuerung oder sogar Umverteilung durch fiskalische und sozialpolitische Interventionen hielt man hingegen wenig. Dieser Kurs war in der Bundesrepublik aber zunehmend umstritten und das Selbstverständnis des BMWi als elitäre Denkfabrik wirkte am Ende häufig kontraproduktiv. Meinem Eindruck nach begab sich das Ministerium zunehmend in die Gefahr der Selbstisolation, die schon Ludwig Erhard schmerzhaft bewusst wurde, denn in vielen politischen Fragen, denken Sie an die wichtige Rentenreform von 1956, konnte er sich gegenüber Adenauer und dem sozialpolitischen Flügel im Kabinett nicht behaupten. Generell war die Politik des BMWi allerdings durchaus nicht passiv, sondern entfaltete einen umfassenden Gestaltungsanspruch. Werner Abelshauser und Christopher Kopper sprechen von einem liberalen Interventionismus, der vor allem darauf zielte, Wachstum und Strukturwandel zu fördern und die westdeutsche Industrie im internationalen Wettbewerb zu stärken. Tatsächlich ging es der Ordnungspolitik der sichtbaren Hand, das Stichwort fiel heute Morgen schon, nicht nur darum, den rechtlichen und institutionellen Rahmen zu definieren. Vielmehr wurde der allfällige Strukturwandel von der industriellen zur postindustriellen Gesellschaft aktiv und offenbar durchaus erfolgreich gestaltet. Vergleicht man die westdeutsche Wirtschaftspolitik mit den Ansätzen der Wirtschaftsplanung, wie sie etwa nach 1945 in Frankreich oder Großbritannien verfolgt wurde, so fallen die Unterschiede deutlich ins Auge. Dies erklärt vermutlich auch die ambivalente Haltung des Ministeriums gegenüber dem europäischen Integrationsprozess, vor allem in der Zeit Ludwig Erhards, der sich mit Händen und Füßen gegen die französischen Ambitionen einer europäischen Planification économique wehrte. Schon damals setzte man im BMWi vor allem auf den globalen Handel, während man viele europäische Initiativen kritisch sah. Damit komme ich zum dritten Punkt, nämlich der Frage, wie sich das Verhältnis des Ministeriums zur Wissenschaft und zu den Interessengruppen gestaltete. Hier kommen die Autoren zu überraschenden Befunden. Jan Ottmar Hesse zeigt, dass der Einfluss der wirtschaftswissenschaftlichen Berater in der Praxis des Hauses viel geringer war als bislang vermutet. Dies gilt ganz besonders für den wissenschaftlichen Beirat des Ministeriums, dessen Mitglieder vielfach durch Abwesenheit glänzten. Das Gremium war häufig nicht einmal beschlussfähig, geschweige denn in der Lage, ausführliche Gutachten zu verfassen. Begrenzt blieb auch der Einfluss des Sachverständigenrates. Dieser wurde im Jahre 1964 zwar auf eine Initiative Erhards eingerichtet, verstand sich selbst aber als unabhängige wissenschaftliche Instanz und machte der Bundesregierung schon in der ersten Zeit unter seinem streitbaren Vorsitzenden Herbert Giersch das Leben zunehmend schwer. Und in den 70er Jahren unter Schmidt kam es dann auch zu einem sehr deutlichen Zerwürfnis zwischen Sachverständigenrat und Bundesregierung. Auch die anderen externen Gutachten kosteten zwar viel Geld, landeten aber wohl vielfach in den Schubladen der zuständigen Referate. Einer der Gründe, so argumentiert Hesse, dafür war, dass man sich im BMWi offenbar selbst für so sachkundig hielt, dass man mit Wissenschaftlern gerne auf Augenhöhe diskutierte, ihren Rat aber nicht unbedingt befolgte. Tatsächlich nahm der Anteil der studierten und vielfach sogar promovierten Volkswirte im Ministerium deutlich zu. Das traditionelle Juristenmonopol der Staatsverwaltung wurde im BMWi früher als in den meisten anderen Ressorts beseitigt. War die Rolle der Wissenschaft gering, so scheinen Verbände viel mehr Einfluss gehabt zu haben
als es dem ordnungspolitischen Credo des Ministeriums eigentlich entsprach. Davon zeugt nicht nur die Genese der bundesdeutschen Wettbewerbsordnung mit ihren zahlreichen Ausnahmen, die in dem Beitrag von Gerd Hardach kenntnisreich und detailliert rekonstruiert wird. Auch der lange und mühsame Abschied von der Mittelstandsförderung hatte wohl mit dem Einfluss berufsständischer Lobbygruppen zu tun. Die Praxis der sozialen Marktwirtschaft war, wie Albrecht Ritschel zeigt, doch ganz anders, als sich dies die ordoliberalen Gründungsväter der Bundesrepublik vorgestellt haben. Damit komme ich zum vierten und letzten Punkt. War das Bundesministerium für Wirtschaft ein starkes oder ein schwaches Ministerium? Diese Frage lässt sich als Historiker sicherlich nicht ganz eindeutig beantworten. Auf der einen Seite ist unübersehbar, dass die langfristige Ausgestaltung der sozialen Marktwirtschaft maßgeblich durch das BMWI und seine Beamten geprägt wurde, auch wenn viele der initiierten Reformen nur unvollständig und mit langen Vorlaufzeiten durchgesetzt werden konnten. Innerhalb des Bundeskabinetts hatten Wirtschaftsminister immer eine schwierige Position und mussten sich gegen die mächtigen Schwesterressorts behaupten, die wie das Arbeits- oder das Finanzministerium viel mehr Geld zu verteilen hatten. Dies und ein häufig elitärer Anspruch trugen dazu bei, dass Wirtschaftsminister eine latente Außenseiterposition einnahmen, wie sich das von Erhard über Schiller bis Lambsdorff in unterschiedlicher Ausprägung beobachten lässt. Betrachtet man die Entwicklung des BMWI in den vier Jahrzehnten der alten Bundesrepublik, so ergibt sich das Bild einer historischen Parabel. Zunächst die Gründung und Etablierung des Ressorts unter der charismatischen Leitung Ludwig Erhards, auf die eine Phase ordnungspolitischer Weichenstellung in den späten 50er Jahren folgte. In den 60er Jahren gestaltete das Ressort erfolgreich den Strukturwandel der deutschen Wirtschaft und war maßgeblich an der Ausformulierung des Wachstums- und Stabilitätsgesetzes beteiligt, das unter Karl Schiller eine erste Bewährungsprobe durchmachte. Vielleicht auch die letzte. In den frühen 70er Jahren hingegen setzte ein kontinuierlicher Bedeutungsverlust ein. Das Ministerium verlor immer weitere Kompetenzen an andere Ressorts. Der Verlust der Abteilung für Geld-, Kredit- und Währungspolitik an das Finanzministerium im Jahre 1972 ist hier ein wichtiger Einschnitt. Während in der Europa- und Außenhandelspolitik das Auswärtige Amt immer mehr Befugnisse übernahm. Schon früher hatten neue Ministerien, etwa für Atomenergie, Forschung oder wirtschaftliche Zusammenarbeit, Zuständigkeiten des BMWI beschnitten. Andere Kompetenzen wie die Wettbewerbspolitik oder die Regionalförderung wanderten zunehmend nach Brüssel ab, wenn die Bundesbank in den Währungsturbulenzen der 1970er Jahre zum mächtigen Krisenmanager aufstieg und generell die Geldpolitik mit dem Ende des Bretton Woods-Systems an Bedeutung gewann. Geldpolitik für die Wirtschaftspolitik. Nicht zuletzt beanspruchte spätestens seit Helmut Schmidt das Kanzleramt die Richtlinienkompetenz in der Wirtschaftspolitik, was sich fortan bei allen wichtigen Weichenstellungen von der Wiedervereinigung über die Einführung des Euros bis zur Agenda 2010 deutlich bemerkbar machen. Es mag auch kein Zufall sein, dass das Ministerium in vielen Phasen seit den 70er Jahren eher vom kleinen Koalitionspartner besetzt wurde. Angesichts dieser Verlustgeschichte, und damit komme ich auch zum Ende, angesichts dieser Verlustgeschichte überrascht es nicht, dass der Band seinen Schwerpunkt auf die ersten beiden Jahrzehnte der Bundesrepublik legt, während die Zeit seit den 1970er Jahren weniger ausführlich behandelt wird. Die politischen Konturen des Wirtschaftsministeriums verblassen zunehmend und lassen sich auch nur noch schwer in ein übergreifendes historisches Narrativ einbetten. Der zweite Aspekt, der vielleicht weiter hätte vertieft werden können, betrifft das konkrete Verwaltungshandeln der Beamten. Wir haben auf der einen Seite eine sehr detaillierte und gekonnte Analyse des ministeriellen Apparates und seines Personals, auf der anderen Seite eine umfassende Darstellung der Wirtschaftspolitik, aber die Frage, wie bürokratisches Handeln in wirtschaftliche Prozesse eingreift, also diese bürokratiegeschichtliche Betrachtung des Wirtschaftsministeriums und sein konkretes Agieren im wirtschaftlichen Prozess, das bleibt an vielen Stellen allgemein. Es ist vielleicht in einer so großen Darstellung über vier Jahrzehnte auch gar nicht möglich, das im Einzelnen auszuleuchten. Aber ich denke, die Frage, brauchen wir ein Wirtschaftsministerium in einer sozialen Marktwirtschaft, kann man erst dann lösen, wenn man dieses Forschungsproblem weiter vertieft hat.
Herzlichen Dank. Wollen Sie darauf vielleicht antworten? Der Analyse und dem Kommentar ist wenig hinzuzufügen. Ich will es trotzdem in zwei kleinen Punkten machen. Und dann sozusagen meine Zeit, die mir eigentlich jetzt zustünde, Ihnen schenken. Ja? So. Also zunächst einmal geht es um diese Verlustgeschichte. Die könnte man sogar noch dramatischer gestalten. 1953 verlor das Ministerium seine Zuständigkeit für die äußere Handelspolitik, also die Handelspolitik nach außen. Ludwig Erhard, der bis dahin gerne mit einem weißen Anzug durch Indien fuhr oder Indonesien, musste seinen Anzug wohl einmotten. Ja? Aber dafür bekam das Ministerium die Zuständigkeit für die Handelspolitik, die Außenhandelspolitik, nach innen. Was heißt, man war zuständig jetzt für die Konditionierung der Wettbewerbsfähigkeit. Und das ist der entscheidende Punkt, den das Wirtschaftsministerium immer macht. Ja? Also man, und das geht natürlich weiter, man verlor 1956 die Zuständigkeit für die europäische Integration, ganz wichtig, große Niederlage, haben Sie erwähnt. Ja? Und trotzdem saß man immer wieder dabei. Ja? Wenn es um irgendeine Entscheidung ging und konnte seinen Einfluss wahrnehmen. Und da kommen wir dann auch auf das Handeln, also auf das administrative oder politische Handeln. Das muss man sich so vorstellen. Das Wirtschaftsministerium hatte eigentlich immer weniger Macht, aber wie gesagt, es war immer dabei und es hatte immer eine Konzeption. Also man hatte immer eine Vorstellung, wie der Markt eigentlich funktionieren müsste. Und man hat diese Konzeption sehr trickreich, wie ich finde, sehr oft durchgesetzt. Nicht immer, aber sehr oft. Und zwar deswegen, weil man sich sehr, sehr eng verbunden hat mit der Bundesbank. Die Bundesbank war eine mächtige Institution, gegen die niemand ankam, auch der Kanzler nicht. Und ich will nur ein Beispiel nennen. Als Helmut Schmidt die Devisen- und Goldreserven der Bundesbank für die Finanzierung seiner Außenpolitik haben wollte und der deutschen Machtpolitik haben wollte, war es natürlich die Bundesbank, die dagegen protestiert hat. Aber das Wirtschaftsministerium hat sich selbstverständlich auf die Seite der Bundesbank gestellt. Schmidt hat verloren. Ja? Also so ganz ohne Macht war man nicht, wenn man die richtigen Bündnispartner hatte. Und Ähnliches gilt für das Auftreten des Wirtschaftsministeriums im internationalen Bereich. Man war zuständig für die OECD, man war zuständig für GATT, man war zuständig für WTO, ja, da war man unbestritten, aber man war nicht zuständig für die internationalen Finanzinstitutionen, wie der Internationale Währungsfonds, die Weltbank und so weiter. Aber da wieder war die Bundesbank zuständig und für die Bundesbank hat man dann das Geschäft dort gemacht. Das ist, glaube ich, die Erfolgsgeschichte. Und jetzt wollten Sie die Zeit ja den Fragenden in der Runde schenken. Mache ich auch Schluss. Haben wir Fragen im Saal? Geben Sie uns gerne einmal. Ich würde noch mal gerne nachfragen zur Kontinuität vom Reichswirtschaftsministerium Dritte Reich zu dem neuen Wirtschaftsministerium 49. Herr Professor Abelshauser, ich habe Sie heute früh doch so verstanden, dass Müller-Armack ja schon im Reichswirtschaftsministerium nicht? Das wäre ein Irrtum. Nein, er hat in seiner Funktion als Akademiker. Oder als Akademiker, ja. Aber ebenfalls. Aber habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie gesagt haben, eigentlich war die Wirtschaftspolitik im Dritten Reich, die ja am Anfang unglaublich erfolgreich war, so etwas wie Züge einer sozialen Marktwirtschaft gehabt. Deshalb
verwundert es mich doch gar nicht, dass die Eierköpfe in den Ministerien auch nach 1949 gebraucht werden konnten. Die konnten ja an vieles anknüpfen, was auch im Dritten Reich funktioniert hatte. Bloß der Staat als Nachfrager der Rüstungsindustrie war entfallen. Dafür trat jetzt der Staat als Nachfrager für den Wiederaufbau. Ja, wollen Sie was sagen? Es gibt ja die These, dass sozusagen die soziale Marktwirtschaft, Götz Ali hat die formuliert, dass die soziale Marktwirtschaft im Dritten Reich wurzelt. Ich bin sehr skeptisch, ehrlich gesagt, es gibt immer irgendwelche Linien, die man ziehen kann, aber die Unterschiede sind doch markant. Aber die eigentliche Frage ist ja, und ich glaube, da müsste man noch stärker anknüpfen, warum, welche Rolle spielte eigentlich die Beamtenschaft im Reichswirtschaftsministerium innerhalb der wirtschaftspolitischen Konzeption im NS? Die war ja auch nicht homogen. Da gab es sozusagen ja auch ganz unterschiedliche Positionen. Und das ist, glaube ich, das ist der interessante Punkt. Und wie gelingt es Beamten, die im NS-System wunderbar funktionierten, mit ihren Auffassungen schnell zu Anhängern sozusagen eines marktwirtschaftlichen, sozialmarktwirtschaftlichen Systems zu werden. Also diese Transformation, ich glaube, die muss im Mittelpunkt stehen. Und die Frage, ob die vorher mal Parteigenossen waren oder nicht, ist dabei relativ uninteressant, sondern ich glaube, man muss eher an diesem intellektuellen Prozess noch rangehen, um das besser zu verstehen. Müller-Amack ist da aber kein gutes Beispiel, weil der kein Ministerialbeamter war. Wenn ich so, war erfolgloser Privatdozent in Köln oder so, irgend sowas in der Art. Ne? Ja. Insofern müsste man da auf ganz andere Personen schauen. Ja, also darf ich dazu noch was sagen? Kurz und knapp, gerne. Ja, hoffentlich, ja. Also es ist richtig, die soziale Marktwirtschaft war, hieß damals noch nicht so, sondern Ordoliberalismus, die war seit Anfang der 30er Jahre im Aufschwung sozusagen, weil man eine Antwort auf die Weltwirtschaftskrise gefunden zu haben glaubte. Und man hat immer stärkeren Einfluss auf den Wissenschaftsbetrieb gehabt. Also diese Freiburger Schule war durchaus expansiv und auch sonst war soziale Marktwirtschaft durchaus im Verband der Nationalökonomen eine sichtbare Position. Also von daher gab es diese Kontinuität durchaus. Ja? Also das ist also nicht so, dass die vom Himmel gefallen wäre nach 1945. Wenn Sie kurz und knapp... Noch mal zur Kontinuität. Doch ein anderer, oder? Nein, der Herr nebendran, aber machen Sie gerne Ihre Frage kurz, freuen wir uns. Also noch mal zur Kontinuität der Beamten, die nationalsozialistisch tätig waren im Dritten Reich. Ich wundere mich heutzutage, dass die Leute alle so entsetzt sind, wie viel Kontinuität es in der Beamtenschaft gegeben hat. Ich bin in den 50er Jahren zum Penal gegangen und 4/5 meiner Lehrer waren alle Parteimitglieder. Der Geschichtsunterricht hörte in der Weimarer Republik auf und damit war Schluss. So, und alle die Parteimitglieder, über die jetzt man sich den Mund zerreißt, im Justizministerium und sonst wie, sind alle vom Kriegsgegner entnazifiziert worden. Die hatten also längst nicht diese Berührungsängste, die wir heute aufbauen. Also ich glaube, es war ein sehr einfacher Prozess, das Neue anzunehmen. Also ich glaube, man muss einfach sagen, man brauchte diese Leute. Die waren Fachleute. Ich habe es heute Morgen schon mal betont. Die haben ihre Position nicht stark verändern müssen nach 1933. Ich hatte sogar die Faschisten unter ihnen konnten sich berufen nach 1933 auf eine Diskussion in den Vereinigten Staaten, ja, in anderen Ländern Europas. Das war nichts, was besonders aufregend war. Und von daher ging es dann eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiter. Und ich glaube, Adenauer hat einmal einen berühmten Spruch rausgelassen, der mir leider jetzt nicht mehr einfällt, aber der darauf hinauslief, wenn ich ein Ministerium oder ein Kanzleramt betreiben will, dann kann ich nicht Kellner einstellen oder
so etwas, ja, sondern da brauche ich die entsprechenden Fachleute. Und genau das ist geschehen und die Leute haben mitgespielt, sagen wir mal so. Ja. Und es ist natürlich im Wirtschaftsministerium viel weniger aufgefallen als im juristischen Bereich, wo man dann diese Richter und Staatsanwälte sehr viel deutlicher gesehen hat. Ich bin's. Sie müssen einen kurzen Moment warten, dann geht es gleich an. Jetzt müsste es. Ich bin nur skeptisch zu der Aussage vorhin, dass die Beratung, die externe Beratung für das Bundeswirtschaftsministerium in den 60er Jahren keine Rolle gespielt hat. Es gab ja 5 große wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute. Es stimmt, dass viele Gutachten sind in den Schubladen verschwunden. Aber es gibt auch viele Beispiele, wo doch die Aussagen der großen Wirtschaftsforschungsinstitute für das Ministerium von Bedeutung waren. Ich gebe nur ein Beispiel, die große Strukturberichterstattung. Ein 5-Jahres-Projekt, wo große Institute die Struktur von der Bundesrepublik Deutschland untersucht haben nach dem Zweiten Weltkrieg, was dazu auch geführt hat, dass wirklich dann bestimmte politische Entscheidungen aufgrund dieser Grundlage gemacht wurden. Also ich würde nie unterschreiben, dass in den 60er Jahren keine externen Berater das Bundeswirtschaftsministerium beeinflusst haben. Also die Aussage war, glaube ich, muss man vielleicht noch mal differenzieren. Natürlich sind bestimmte Verfahren, gerade auch der Wirtschaftsstatistik, die ganze volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, die ganzen Prognosen sind vom Ministerium verwendet worden. Und das sind Techniken, die Eingang gefunden haben, auch in ministerielle Entscheidungsprozesse und die kamen natürlich auch von außen. Das ist ganz klar. Die Frage ist eher, haben konkrete Ratschläge von wissenschaftlichen Gutachtern tatsächlich Einfluss gehabt auf konkrete politische Entscheidungen? Und das Argument war, nein, nachweislich, und da wurden sozusagen bestimmte Fallstudien durchgeführt, nachweislich ist es nicht der Fall. Oder zum Teil sehr, sehr stark verzögert. Bestimmte Überlegungen wurden dann irgendwann mal nach Jahren tatsächlich auch aufgegriffen, aber eine direkte nachweisliche Einflussnahme von wissenschaftlichen Gutachten auf politische Entscheidungen lässt sich nicht beobachten. Haben wir weitere Worte? Gerne. Eigentlich nur ergänzend zum Verhältnis der Wirtschaftsweisen zu der jeweiligen Regierung, wo die sagt, mit Schmidt war es schwierig. Kohl hat sich ja auch total hinweggesetzt über die Anfang 1990, das ist ja noch drin, Ratschläge der Wirtschaftsweisen, die gesagt haben, Wirtschafts- und Währungsunion, das fing dann an, eine Rolle zu spielen im Finanzministerium zunächst, könnt ihr nicht machen, damit kriegt ihr einen sozialen und ökonomischen Totschlag der. Wenn der kommt, das sind die vom Entscheidungen vom 2. Januarhälfte 1990 der Wirtschaftsweisen, die haben dann aus der Zeitung erfahren, dass überhaupt nicht auf sie aufmerksam gemacht wurde. Der Chef, der Schneider hieß er, der Wirtschaftsweisen hat dann die Leute zusammengerufen und sie haben einen Protestbrief gemacht, der zu den Akten gegangen ist bei Kohl. Also Kohl war einer der Schlimmsten in dieser Hinsicht. Einfach Nein zu sagen, kann man den Nachtrag sagen, obwohl sie recht hatten. Danke. Da muss man natürlich sagen, Sie haben jetzt die Wirtschaftsweisen angesprochen. Wir hatten die ganze Zeit eher vom Beirat gesprochen, den man natürlich, beides ist ein bisschen unterschiedlich einzuordnen, aber ich muss Ihnen recht geben, wenn man die Zeit des Umschwungs zur Angebotspolitik, also nach der Schillerschen Nachfragepolitik, wenn man das so sagen will, ansieht, dann war das, was der Rat der Wirtschaftsweisen von sich gegeben hat und der Regierung angeboten hat, war doch sehr, sehr dünn. Ja? Also von daher kann man das nachvollziehen, dass die Regierung diesen Rat nicht besonders hoch geschätzt hat. Allerdings muss man dann wiederum sagen, und jeder, der mal in der Politikberatung aktiv war, wird mir da recht geben, dass Politiker sowieso nur
den Rat akzeptieren, der Ihre Position bestärkt. Warten Sie ganz kurz, ich gönne Ihnen gerne noch, lassen Sie mich einmal noch mal kurz schon, haben wir noch weitere Wortbeiträge? Okay, dann lassen Sie dem Herrn kurz noch den Vortritt und danach. Kurzer Nachtrag, ist der Wirtschaftsminister ein starker oder ein schwacher Mann? Der Wirtschaftsminister hat in den ersten 20, 25 Jahren politische Themen gesetzt. Karl Schiller, soziale Symmetrie, zum Beispiel Globalsteuerung. Das gab es bis dahin gar nicht. Und die Wahl 1969 mit dem Machtwechsel wurde gewonnen durch Karl Schiller. Ostpolitik war da kein Thema. Also das nur zur Frage, stark oder schwach. Mhm. Geben Sie es gerne einmal den Herrn hinter Ihnen weiter. Gerd Hardach, ich habe, was ich jetzt sage, ausführlich in dem Kapitel über Wettbewerbspolitik geschrieben. Es ist vielleicht eine Bemerkung noch zum Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Und zwar anknüpfend an das, wenn Sie sich noch mal erinnern, was Minister Gabriel heute Vormittag gesagt hat. Soziale Marktwirtschaft heißt, ein Gleichgewicht zu finden zwischen Markt und sozialer Sicherheit. Es klang hier so manchmal an, als sei soziale Marktwirtschaft ein Paradigma des Wirtschaftsministeriums. Das kann es eigentlich nicht sein. Das Wirtschaftsministerium fördert den Wettbewerb im nationalen Bereich und jetzt vor allem, wie wir es erleben, auch im europäischen Bereich. Und soziale Marktwirtschaft heißt, dass es soziale Korrektive gibt, um eben auch soziale Nachteile des Marktes aufzufangen. Das ist im nationalen Bereich gelungen, in den letzten Jahren nicht mehr ganz so gut wie früher. Es ist im europäischen Bereich überhaupt nicht gelungen. Denn man muss sich vorstellen, Wettbewerb heißt, dass der Stärkere sich durchsetzt und der weniger Stärke nicht. Die deutsche relativ hohe Beschäftigung im Vergleich der Europäischen Union ist die französische Arbeitslosigkeit. Und wir müssten eigentlich in aktueller Fortentwicklung der sozialen Marktwirtschaft auch mehr Mechanismen entwickeln, um die sozialen Probleme im europäischen Bereich, die zum Teil einfach Folgen auch des deutschen Erfolges sind, aufzufangen. Also die soziale Marktwirtschaft müsste stärker als bisher europäisiert werden. Das ist nicht allein Aufgabe des Wirtschaftsministeriums, sondern was Minister Gabriel angesprochen hat, die soziale Sicherung kam weitgehend vom Kanzleramt, etwa mit der Rentenreform, mit vielen anderen. Also das nur noch mal zur Erläuterung des Begriffes. Und in dem Sinne ist soziale Marktwirtschaft selbstverständlich neu. Ist eine Errungenschaft der Demokratie, hat es vorher nicht gegeben. Soll ich? Möchten Sie gerne. Gerne. Ja, gern. Also ich habe natürlich dazu nichts mehr hinzuzufügen eigentlich, zu diesem Argumentationsstrang. Das hat der Hardach natürlich völlig richtig gesagt. Nur vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, mal etwas zum Begriff der sozialen Marktwirtschaft noch darüber hinaus zu sagen. Bis 1957 war soziale Marktwirtschaft ein Konzept, das dem starken Staat die Möglichkeit gibt, bei Marktversagen einzugreifen, um die Dinge wieder zurechtzurücken, so wie sie eingetreten wären, wenn der Markt nicht versagt hätte. Das war sozusagen die Grundidee der sozialen Marktwirtschaft. Und darüber hinaus, und das war besonders bei Erhard so, darüber hinaus glaubten die Anhänger der sozialen Marktwirtschaft, sie könnten den Sozialstaat überflüssig machen durch eine solche Politik, indem nämlich der Markt, der dermaßen beeinflusst wird von dem starken Staat, dass der Markt für eine gleichere Verteilung der Einkommen und der Vermögen sorgen würde und von daher die Sozialquote, also der Sozialstaat, wegfiele. Dass dies nicht der Fall war, das musste Erhard dann, nachdem er in der Rentenreformfrage eine große Niederlage erlitten hat, einräumen. Das hat er sozusagen eingesehen und es war ja im Gegenteil so, dass die Ungleichverteilung noch zugenommen hat. Also dann wurde soziale Marktwirtschaft eine Zeit lang definiert als eine Symbiose von Sozialstaat, sozialer Gerechtigkeit und freier Marktwirtschaft. Aber inzwischen ist ja soziale Marktwirtschaft in jedem Parteiprogramm verankert und heißt nichts anderes als eine Beschreibung der jederzeit gültigen Wirtschaftspolitik. Also jede Wirtschaftspolitik in Deutschland wird mit sozialer Marktwirtschaft erklärt. Also von daher müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Ich würde soziale Marktwirtschaft in der Wirtschaftspolitik beschränken auf
diese Ordnungspolitik der sichtbaren Hand. Das heißt, der Staat muss ein Konzept haben über die Wirkungen des Marktes und er muss dieses Konzept mit sichtbarer Hand auch realisieren. Das würde ich als das definieren, was soziale Marktwirtschaft in der Wirtschaftspolitik ausmacht. Ich glaube, die Kaffeepause bietet sich jetzt nochmal wunderbar dazu an, über den Begriff der sozialen Marktwirtschaft nochmal ausführlich zu diskutieren. Wir sehen uns um 3:15. Trudeln Sie bitte alle allmählich wieder in den Saal rein, damit wir dann wieder pünktlich 15:45 starten können. Und bedanken Sie sich nochmal mit mir gemeinsam bei den beiden Herren für die Ära soziale Marktwirtschaft. Dankeschön.